Es ist mal wieder Zeit für einen Multi-Hoster-Test, also einen Multi-One-Click-Hoster, in dem Fall Linkify. Die sind auf mich zugekommen, haben ja einen kostenlosen Account gemacht, sodass ich testen konnte. Und hier kommen jetzt die Ergebnisse des Tests. Ich habe erstmal die bekannten Hoster wie RapidGet und Uploaded getestet und am Anfang hat es echt schlecht funktioniert. Also zum Beispiel RapidGet ist ständig abgebrochen, Uploaded konnte ich nur eine Datei gleichzeitig laden, was zu ständigen Verbindungsabbrüchen, also immer dieses neue Anfangen zu laden von der Datei, dauert ja einen Moment, also da habe ich eine schlechte Durchschnittsgeschwindigkeit bekommen. Da habe ich dann einen Linkify Support genervt, hatte da als Presse quasi einen direkten Kontakt zum Admin. Und das gleiche dann bei JDown Loader, auch da habe ich ins Forum mehrere Fehlerberichte gepostet. Das wurde dann behoben innerhalb kurzer Zeit, sowohl vom JD-Team als auch vom Linkify-Team. So konnte ich dann am Ende mit 200 Mbit von Uploaded erfolgreich runterladen. Ja, bei RapidGator ist dann auch besser geworden, nicht ganz so gut wie bei Uploaded, aber immerhin, es hat funktioniert. Wie sieht es mit Share Online aus? Ja, das wird ja viele interessieren, denn das wird offiziell unterstützt. Ich fand den Support mäßig. Erstens gab es auch immer wieder Probleme, die musste ich ja auch permanent melden. Dann hat man ein 10 GB Limit am Tag. Und was ich jetzt noch festgestellt habe, wo ich das Video jetzt gerade aufnehme, das geht super unzuverlässig. Also ich habe jetzt seit 2 Tagen und das trotz Meldung beim Support seit 2 Tagen keine Verbindung zu Share Online und kann keine Dateien runterladen. Und das Freche ist, es wird als funktionierend angezeigt in der Hoster-Übersicht, obwohl ich es gemeldet habe. Also das Problem ist bekannt und es ist seit mindestens einem Tag bekannt und steht als ja immer noch funktionierend in der Hoster-Übersicht. Finde ich ganz schön frech. Nächster Hoster ist OpenLoad. Auch der hat erstmal nicht funktioniert. Dort musste dann auch nachgebessert werden. Das hat dann später beim nachdem nachgebessert wurde, auch wieder funktioniert. Ja, Aptobox hat ohne Nachbesserung funktioniert, Keep2Share hat ohne Nachbesserung funktioniert und Datafile hat auch funktioniert. Die Geschwindigkeiten sind immer wieder eingebrochen, da bin ich also echt nicht begeistert gewesen. Manchmal ging es wirklich komplett die 200 Mbit und manchmal war es deutlich langsamer gewesen. Was auch ein großes Ärgernis ist, dass Linkify damit wirbt, dass es keine täglichen Limits auf Downloads gibt und wenn man dann in die Hosterliste schaut, da hat man doch Tageslimits, nämlich wie bei ShareOnline zum Beispiel 10 GB am Tag. Habe ich auch gemeldet, interessiert auch keinen, finde ich völlig irreführend. Also das ist doch das glatte Gegenteil von keine Tageslimits, wenn ich 10 GB am Tag habe. Aber das wollten die mir irgendwie nicht glauben. Ich weiß nicht, was es da immer zu diskutieren gibt. Ja, kommen wir zum Fazit. Nachdem ich jetzt also mehrfach interveniert habe, haben die 5 großen Hoster, so wie Linkify sie nennt, funktioniert. Man muss aber umgekehrt sagen, als ich angefangen habe mit dem Testen, haben da schon mal mindestens 2 Stück aus der Liste, nämlich RapidGet und Uploaded, nicht gut funktioniert. Das Preismodell ist ja 10 Euro im Monat, das heißt, man zahlt ja Vollpreis wie bei einem normalen Hoster auch. Und das ist ja bei den Multihosts schon relativ viel. Und daher würde ich doch ganz klar sagen, da kann man mehr erwarten. Denn die Fehler sollte nicht der User finden, sondern da braucht man ein Reporting-System. Und dann sollte der Admin möglichst schnell die Fehler finden und beheben, sodass im besten Fall der Nutzer nur ganz kurz oder gar nichts davon mitkriegt. Linkify wirbt ja auch mit Shadow Loader Support und er war zum Testzeitpunkt, also als ich angefangen habe, zumindest nicht gegeben und nur durch meine Intervention ist jetzt Linkify überhaupt mal auf dem Stand, wo man ihn benutzen kann und vorher scheint das keinem aufgefallen zu sein und das wirft kein gutes Licht auf Linkify aktuell.